Hallo und herzlich willkommen bei Muskel- und Gelenkschmerzen.de. Mein Name ist Jan Lingen und ich bin studierter Sportwissenschaftler im Bereich Prävention und Reha. Und in diesem Video heute zeige ich euch, wie ihr euren Subclavius-Muskel mit der Massagefee selber massieren könnt. Warum mit einem Massagestab oder der Massagefee? Was ist der Vorteil? Warum zeige ich euch das? Ganz einfach, der Vorteil ist der, ihr könnt den Muskel natürlich auch hier mit euren Fingern massieren, unter der Clavicula, unter dem Schlüsselbein. Hat aber den Nachteil, dass ihr eure Finger relativ stark beanspruchen müsst. Mit dem Stab funktioniert das eigentlich ganz gut, ja, finde ich. Man nimmt sich den Stab von der Haltung her. Ich nehme ihn mit einer Hand, mit der gegenüberliegenden Hand. Ich möchte mich links massieren. Ich nehme den Stab jetzt rechts. Platziere den Kopf von der Fee hier direkt unter meinem Schlüsselbein, Subclavius, Subclavicula, unterm Schlüsselbein. Dort befindet sich der Muskel, deswegen heißt er so. Und den Griff der Fee, den lege ich einfach hier ein bisschen auf meinen Bauch. Ja, wo der ist, ist eigentlich egal. Hauptsache eure Massagehand, also in meinem Fall die rechte, ist entspannt. Das ist ganz wichtig. So, jetzt drücke ich ganz locker hier in das Muskelgewebe unter dem Schlüsselbein. Und die schönste Art und Weise, den Muskel zu massieren, ist eigentlich mit der Druckbewegungstechnik. Das bedeutet, ich habe hier meine Hand relativ locker, ja, drücke in den Muskel rein und ziehe jetzt meine Schulter nach hinten. Ja, das ist die Gegenbewegung von dem, was der Subclavius eigentlich macht. Also der Subclavius führt generell keine großen Bewegungen aus, aber tendenziell zieht er die Schulter nach vorne. Das nennt man eine Protraktion, das müsst ihr euch gar nicht merken. Ich wollte es nur mal für die Interessierten von euch gesagt haben. Ja? Und so kann ich jetzt einfach den Muskel massieren. Ich suche mir die schmerzlichen Stellen aus, unterm Schlüsselbein. Ja, ich kann hier im Außen dann aufhören zu massieren, weil der Muskel zieht bis ins äußere zweite Drittel unterm Schlüsselbein. Und ja, hier in den Muskel reindrücken, Schulter nach hinten ziehen und somit den Subclavius massieren. Ihr könntet rein theoretisch auch präzise Massagestriche machen. Das heißt, ihr drückt die Massagefee in den Muskel rein, haltet die relativ fest. Dann müsst ihr den Kopf ein bisschen weiter fast am Kopf greifen. Und dann könnt ihr hier reindrücken und dann ganz langsam hier Massagestriche machen. Ich persönlich finde es nicht so hilfreich, wollte es euch aber auch einfach als Alternative gezeigt haben. Mein Tipp ist, in den Muskel hineindrücken, lockere Hand, Druck in den Muskel, Druckbewegungstechnik. Ja? In den Muskel drücken, Schulter bewegen, Subclavius massieren. Ja, so einfach kann das sein. Ich bedanke mich, dass ihr das Video angeschaut habt. Falls es euch gefallen hat, falls ich euch weiterhelfen konnte, abonniert doch meinen Kanal oder gebt eine positive Bewertung für das Video ab. Das würde mich sehr freuen. Und vielleicht sehen wir uns in einem meiner anderen Clips. Ciao.